Grüße euch aus der wunderschönen Steiermark. Heute geht es ein bisschen um eine Photovoltaikanlage, um einen Test, den ich so das letzte Jahr betrieben habe. Und das geht anhand von einem Stammtischtag aus, wo es geheißen hat, das bringt nichts, das taugt nichts, das, ja, wie man sich schon kennen. Und um die Anlage da hinten geht es heute. Und hier geht es ums Eck noch eine Spur weiter. Und das schauen wir uns jetzt an. Kommen wir gleich zu den Fakten. Ich will euch ja nicht lange auf die Folter spannen. Die Protagonisten und die Stars des Videos sind ein Wechselrichter von der Marke Fronius Symo 503M. Ist ein Multistring-Wechselrichter, das heißt perfekt für unser Vorhaben String 1 Ost-Süd, String 2 Nord-Ost. Die Paneele sind von der Marke Jinko Tiger Neo N-Typ 420 All Black. Ganz ehrlich, war jetzt nicht irgendwie eine Produktwahl, die ich irgendwie getroffen habe anhand von irgendwelchen technischen Fakten oder Hintergründen. Nein, das war einfach auf dem Markt, war verfügbar und eins kostete 61 Euro pro Stück und ich habe einfach 10 Stück gekauft. Beziehungsweise es sind auch noch Paneele, die von einem anderen Projekt eigentlich übergeblieben sind, die auch so einen Test ergeben werden. Pro Ausrichtung sind je 5 Stück, ergibt dann 5,1 Kilowatt Peak. Zu den Kosten. Der Wechselrichter ist gebraucht, den haben wir um 500 Euro erstanden. Die Paneele jeweils 61 Euro pro Stück, neu, somit 610 Euro. Zubehör ca. 400 Euro. Da kann man sicher noch einiges besser machen, sage ich mal, oder sich schlauer machen, wo man vielleicht jetzt den FI-Schutz, Leitungsfeldschalter, Kabeln etc., Montagematerial verschiedenster Art günstiger herbekommt. Hat mich ganz ehrlich auch nicht großartig interessiert. Ich wollte schnell umsetzen, um zu sehen, was passiert. Also ich habe ausgegeben 1510 Euro. Und da bin ich ganz sicher, dass man beim Zubehör, bei der Montage kann man auch noch sehr kreativ sein. Kann man sicher einiges machen. Den Wechselrichter kriegt man inzwischen, habe ich gesehen, auch für 350 Euro, voll funktionsfähig mit Datalogger und allem Pipapo. Also und Paneele kriegt man höchstwahrscheinlich, wenn man etwas länger schaut, auch noch günstiger. Also belassen wir es dabei. Mein Test kostet 1510 Euro und dann haben wir das Ganze seit 12.03.24 auf der Wand. Bis 3.3. Stand heute hat sie 2286 Kilowattstunden produziert. Die Kommastellen lassen wir mal weg. Vergleich zu der großen Anlage, die wir haben, also auf die Aufdachanlage 5,2 Kilowatt Peak, 38 Grad Satteldach, die hat 6310 Kilowattstunden produziert. Folgendes, die hat aber hohe Peaks, ne? Das wird auch noch erklärt oder beziehungsweise haben wir schon besprochen. Die Amortisation, das was ich am meisten hasse, weil alle sagen, ja, es muss sich amortisieren und ich weiß nicht was der Teufel, aber gehen wir das an. Und gehen wir von Stromkosten von 25 Cent pro Kilowattstunde an, sagen wir mal so, sehr viele haben mehr, gehen wir einfach von dem aus und die Einspeisung lediglich bei 5 Cent pro Kilowattstunde, sprich etwas Worst-Case-Szenario bei der Einspeisung, schlechter geht es wahrscheinlich nicht. Und Stromkosten 25 Cent, ich glaube besser wird es auch eher nicht werden, also niedriger. Deswegen setzen wir es mal an und die Produktion von 2286 Kilowattstunden tun wir im Verhältnis 60 zu 40 aufteilen. Auch wenn die Peaks nicht da sind, sprich, dass man jetzt da extrem hohe Einspeisungen hätte, weil die Anlage eh nur mehr oder weniger die Grundlast produziert über den ganzen Tag. Trotzdem machen wir ein Standardverhältnis von 60 zu 40. Das heißt, 60% ist Ersparnis, weil wirklich abgedeckt wird der Eigenverbrauch und 40% ist Einspeisung und dann sagen wir mal so, es kann immer noch die Rechnung besser gemacht werden. Machen wir Worst Case. So, dann bekommen wir Stromkostenersparnis im Jahr von 342,90 Euro und 45,72 Euro durch Einspeisung werden eingenommen. Macht in Summe 388 Euro und das würde circa 4 Jahre bedeuten, bis sich meine Summe hier jetzt da amortisiert. Ich bin sicher, da sind die Leute noch viel kreativer, um das noch günstiger zu installieren. Jedoch bitte beachtet, das ist jetzt irgendwie kein Rat zum Anstiften, behaltet die Sicherheitsregeln. Überspannungsschutz, Leitungsschutz, solide Kabeln, bitte nicht irgendwo mit, keine Ahnung, 1,5 Quadrat Kabeln da herumarbeiten. Nehmt Solarkabeln, nehmt einen Überspannungsschutz, der auch dazugehört, nehmt soliden Wechselrichter, verdrahtet das Ganze wirklich gut, macht Klemmen dazu, allen Pipapo, was wirklich auch gehört, macht es schön.
geht es nicht das Risiko ein, dass jetzt irgendwie, wie günstig kann ich es bauen? Dann macht sie am Ende das Ganze um 800 €, ja, und dann fackelt sie euch die Bude ab. Das macht es keinen Sinn. Erdung nicht vergessen, sauber anklemmen, sauber befestigen, dass euch nichts davon fliegt oder sonstiges. Es gibt halt immer mehr Stürme und so. Bitte beachtet das im Hinterkopf. Soll jetzt hier keine Anleitung oder Anstiftung sein, das nachzumachen. Hier geht es lediglich darum, was produziert diese Anlage, wenn man sowas realisiert, wenn man es wirklich komplett herzlos irgendwann die Wand klatscht und einfach mal schaut, ja, was tut das? Ne? Achtet auch vielleicht, dass ein bisschen Luft dahinter ist, dass ein bisschen Hinterlüftung ist beim Panel, das wäre auch nicht schlecht. Ja, so die grundlegenden Sachen, dafür gibt es aber auch andere Videos im Netz. Schauen wir uns einen schönen Sommertag an. Da ist es gleich in der Früh, fängt die ganze Geschichte an. Da schießen beide Strings relativ stark nach oben. Ein bisschen hat der Nordoststrang ein bisschen die Nase vorn, aber das relativiert sich sofort, sobald die Sonne dann nach oben geht, ist auch der Südost, also der Ost-Südstrang, auch vorn dabei. Und dann sieht man schon, sobald es um die Ecke geht, droppt auf einmal der Nordoststrang. Ja, und dann hält der andere die Sonne und dann fangen sie beide circa so mit 14 Uhr, wenn die Sonne dann Richtung auf die Südseite, Südwestseite geht, dann sind sie beide circa im gleichen Spektrum und dementsprechend, bis dann das Licht aus ist, also die Sonne untergeht, halten sie ganz gemütlich die Grundlast wieder. Und so gesehen, wenn man schaut, in der Gesamtbewertung schafft man im Peak so um die 2 kW. Ja, beziehungsweise eine solide Grundlast von früh bis spät von 500 Watt und das ist schon sehr, sehr fein. Und nun sehen wir einen verregneten Tag mit diffusem Licht. Alles ganz normal, beide Strings circa komplett gleich. Maximale Last 320 Watt im Schnitt, beide zusammen jeweils 80 von Anfang bis Ende, das heißt um die 160 Watt permanent und ja, das ist schon eine schöne Grundlastabdeckung. Und jetzt gehen wir einmal einen ziemlich trüben, regnerischen und ja, einen Standard-Wintertag, wo es etwas neblig ist, diffuses Licht. Also das sind die Werte, die euch erwarten, wenn ihr Richtung Nordost oder Ost-Süd an so einem Tag im Winter eine PV-Anlage montiert, senkrecht an der Wand. Man hat von Anfang bis Ende solide 100 Watt Grundlast, also insgesamt dann 200 Watt, weil in Summe schaut es dann so aus, wenn beide Strings zusammen datiert werden, man hat solide 200 Watt über den ganzen Tag ohne irgendwelche Probleme bis, was war das, sagen wir, 200 Watt hatten wir bis 15:20 Uhr. Ich bin sehr zufrieden, hätte es mir so gar nicht gedacht. Hier sehen wir jetzt einen schönen Wintertag, wo um 7 in der Früh schön gemütlich das Ganze startet. Man sieht, der MPP2, das ist der Nordost-Tracker, der String Richtung Nordosten und der MPP1 ist der Richtung Ost-Süd. Und da sieht man wunderschön den Verlauf. Also sie bringt bis zu 1,6 kW auf dem Südost-String. Und ja, hier sieht man, dass es gleich mal beschattet ist, weil die Sonne gleich ums Ecke geht und dann übernimmt Vollgas der Ost-Süd-String. Zum Abschluss schauen wir uns noch einmal einen schönen Vergleich an, und zwar einen Schneetag. Es hat geschneit, auf der Satteldachanlage hier in grün dargestellt ist viel Schnee gewesen. Man sieht auch die Wandanlagen, die gehen schon mal hoch, da ist da noch komplett nichts los. Weil noch Schnee drauf liegt, das rutscht dann runter und dann, ja, ist ein bisschen was gekommen. Aber man sieht, es hat durchaus Potenzial, wenn man so eine senkrechte Anlage hat, bei Schneefall, bei Regen, bei was auch immer. Die Anlage ist nicht so anfällig. Sie hat auch diese Peaks nicht, die mich immer wieder stören. Wo bringe ich die hin? Wie nutze ich die aus? Sondern sie hat eine konstante Lieferung und das ist schon sehr sympathisch. Der Test allgemein hat mir sehr gefallen, muss ich zugeben. Über dieses Jahr haben wir einiges gelernt. Wir denken gerade jetzt über einen PV-Zaun nach, weil der ist dann auch senkrecht. Nicht so anfällig und diffuses Licht ist mir lieber als gar keines.
Ich hoffe, der Test hat euch gefallen. Wenn ihr Ideen habt oder so, Fragen einfach reinposten. Falls ich irgendwas vergessen habe zu erzählen oder irgendwas zu zeigen, bitte einfach anmerken. Sind alle Daten vorhanden?